und ist gestartet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar, es handelt sich um ein Let's Play Together. Ich bin also heute nicht alleine. Hallo, ich bin auch mit dabei. Wir spielen ein ganz tolles Spiel, nämlich 7 Days to Die. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Und ich trete mal einem Spiel bei. Hier haben wir einen guten Sarah am Tax, der hat ein neues Spiel erstellt. Und ja, legen wir einfach mal los. Ja, ich weiß nicht, es wird die Zuschauer sicherlich interessieren, was das für ein Spiel ist, zumindest deine Zuschauer. Ich hatte das ja schon ein paar Mal. Prinzipiell ist das ein Spiel, so wie Minecraft. Na, man kann hier viele Sachen craften. Und alle 7 Tage, deswegen die 7 Days to Die, kommt eine Hordennacht, auf die man sich vorbereiten sollte. Ich weiß ja nicht, ob du noch irgendwas ergänzen willst, kannst, sollst. Nö. Alles gut. Ich scheune jetzt erstmal und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Ah. Aua, na, das sieht doch schon mal nice aus hier. Okay. Ich habe erstmal ein bisschen Standbild. Ja, jetzt klappt's. Okay. So, ich lese das jetzt hier nicht vor, aber. Ah, ich bin im verbrannten Biom. Das hier hinten ist also das verbrannte Biom. Man sieht es schon hier an den Häusern. Wir haben also auch ähnlich wie in Minecraft haben wir hier Biome. Na. Und der Spieler wird erstmal ziemlich allein gelassen. Man weiß erstmal nicht wirklich, was man hier machen soll. Ich meine, gut, ich kann hier rumlaufen. Hier liegt irgendwas rum. Da kann ich mal reingucken, was da drin ist. Und mir dann halt mal so ein paar Sachen rausnehmen. Nichts Spektakuläres jetzt dabei. Aber um den Spieler ein kleines bisschen anzuleiten, gibt es hier auf der rechten Seite ein paar Quests, die man erstmal machen kann. Und da geht es erstmal ganz leicht los. Wir sammeln erstmal ein bisschen Zeug zusammen. So. Einmal frei. Wo bist du denn gestartet? Wieder an derselben Stelle. Ah. Ja, ich auch. So, haben wir also die erste Quest schon geschafft. Da können wir hier mal in das Menü reingucken. Ist erstmal für ein, am Anfang erschlägt es einen erstmal mit Informationen. Aber das machen wir schön alles Stück für Stück. Wir haben jetzt unsere Pflanzenfasern hier gesammelt und jetzt können wir einen Schlafsack fertigen. Ja. Ist ein bisschen einfacher als in Minecraft, weil man braucht einfach nur hier in das Menü reingucken. Hat man verschiedene Sachen. Und hier unten in der Leiste siehst du dann, hier wird er gefertigt und wie viele Sekunden das dauert. Und das ist sozusagen unser Menü hier. So. Hab schon das erste geschafft. Ich will aber hier nicht bleiben, also nehme ich ihn wieder mit. So. Und dann muss ich auch nicht viel erzählen. Hier steht immer rechts und was zu machen ist. Und werde ich dann auch machen. Wir haben unten links, das ist sehr interessant, 2 Leisten. Die rote, wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, ist unsere Gesundheit. Momentan ist sie voll. Und die blaue ist die Ausdauer. Das Spiel ist sehr realistisch. Also alles, was man macht, hat direkte Auswirkungen auf diese 2 Leisten. Und dann haben wir ja noch was. Das ist dieser Mantel hier. Dann kann man einfach draufklicken. Das ist übrigens mein Charakter. Der ist natürlich jetzt logischerweise noch nackt. Ja, also... Aha. Ja, Elementarschutz nennt sich das Ganze und hier steht beschrieben, was es ist, brauchen wir jetzt nicht vorlesen, heißt im Prinzip, dass man bis Level 6 ist alles noch ein bisschen einfacher und es gibt beim Sterben keinen Malus. Ja, was ist denn überhaupt Malus? Ich habe noch keine große Erfahrungsleiste jetzt hier, aber man sieht, egal was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Nitratblock hier haue, sieht man unten rechts, was ich bekomme. Das sind zum einen Materialien und auch XP. Und wenn man stirbt, geht die XP natürlich in entsprechender Form wieder zurück. Jetzt wollen die ja Holz wissen, ne? Also gehen wir natürlich hier an den nächsten Baum, kloppen da mal ein bisschen dagegen. Jo. Man braucht allerdings nicht zwangsläufig einen Baum. Also man kann auch, wenn man... so wie ich in der Wüste, gibt es immer mal so tote Baumstämme, die kann man einfach mit der Hand zerkloppen, die geben sofort Holz.
Oder hier sind auch tote Äste, die auf dem Boden liegen. Die kann man auch mit der Axt zerkloppen. Die geben euch auch Holz. So. Ich bin jetzt auf der vergeblichen Suche nach Steinen. Hier haben wir welche. Cool ist es natürlich, wenn wir jetzt so einen großen Stein finden würden. Da könnte man einfach dagegen boxen und kommt relativ schnell an Steine. Wenn ich jetzt hier auf den Boden boxe, mal gucken. Nee, das gibt mir keine Steine. Das ist also Asphalt. Ah, hier haben wir, glaube ich, so einen Stein. Es könnte aber auch Kohle sein. Warte mal. Kohle. Nee, es war sogar ein Stein. So, hier in dem Menü gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Da kann ich später mal noch was dazu sagen. Hier habe ich erstmal ein paar Bücher gefunden, die kann ich erstmal lesen. Was das mit den Büchern auf sich hat, da werde ich vielleicht später mal was dazu sagen. Es ist sonst zu viel an Informationen am Anfang. Das stimmt. So, ich habe jetzt meine Axt gefertigt, meine erste. Und jetzt gehe ich erstmal ein bisschen Holz sammeln. Ich würde deswegen mal das Wort an den Sachamtax übergeben. Ja, an sich, der erste Tag ist eigentlich streng getaktet. Man muss auch fairerweise dazu sagen, wir haben ein bisschen gecheatet und die Uhrzeit von 7 auf 4 runtergestellt. Deswegen haben wir uns hier quasi ein bisschen mehr Zeit verschafft. Und Ziel des ersten Tages ist einfach, eine solide Grundausrüstung zu holen. Das heißt, man macht die Quests, die der MTech King gerade schon beschrieben hat. Und natürlich habe ich hier gerade einen Zombie vor mir. Und er kümmert sich eigentlich darum, dass man nicht stirbt, dass man schon mal die ersten Waffen hat, dass man einen Bogen hat, der auch im Idealfall ein paar Mal Munition dabei hat. Und dann findet man am Ende den Trader. Und bei diesem Trader kann man sich Quests abholen, die einem am Ende Belohnungen geben, Dukes, was die aktuelle Währung ist. Und das ist im Prinzip für den ersten Tag das Ziel, dass man halt möglichst viele Dukes sammelt, möglichst viel Erfahrung über diese Quests und sich eventuell schon mal überlegt, wo man die erste Nacht verbringen möchte. Bei mir wäre die erste Nacht wahrscheinlich hier das Armeecamp, wenn uns der Händler hier in der Nähe vorgeschlagen wird. Das weiß ich jetzt leider noch nicht. Aber wir haben beide so eine Vermutung, was unser erster Händler sein wird. Hm. Aber das werde ich gleich erst erfahren. Ja, dazu habe ich nichts hinzuzufügen. Das hat der Sachamtax also gut gesagt, was hier essentiell die Ziele sind des ersten Tages. Und das wird auch relativ schnell deutlich, weil ich bin jetzt hier am Pflanzenfaserhemd und Hose machen. Können wir uns auch gleich mal anschauen, wie das dann aussieht, wenn man das anzieht. Ich kann dann entweder hier auf Tragen drücken. Man kann übrigens auch fast alles zerlegen wieder in seine Ausgangsbestandteile. Inwieweit das Sinn macht, das muss jeder für sich selber abwägen. Ne? Manche Materialien sind auch so selten, die sollte man vielleicht eher nicht zerlegen. Sondern vielleicht, was weiß ich, verkaufen oder andere Dinge machen. Wir ziehen uns das mal an, ich kann das so einfach hier reinziehen. Hose kommt hier hin und ich mache das auch trotzdem über den Tragenbefehl. Und schon habe ich meine erste Kleidung an. Ja, sieht sehr hübsch aus. Und ich glaube, beim Saram war ja schon ein Zombie. Ja, nicht nur einer. Das geht relativ schnell und da braucht man natürlich auch sofort die erste Waffe. Und die einfachste und primitivste Waffe, die es hier gibt, wäre der Holzknüppel. Den haben wir hier. Und damit können wir mal den ersten Zombie hier verprügeln. Oh, das sind sogar schon zwei. Und wie man sieht, ich kann linke und rechte Maustaste. Das ist jetzt mal die linke hier. Macht ein bisschen weniger Schaden, verbraucht aber auch deutlich weniger Ausdauer. Also das Kampfsystem, das muss ich ja sagen, das ist in dem Spiel schon wirklich geil. Ja, es gibt so viele verschiedene Waffen, das werdet ihr alles in diesem Let's Play noch sehen und so viele verschiedene Spielweisen, wie du die Sache angehen kannst. Das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Und ich finde das dann immer schade, wenn man das Spiel dann zu sehr mit Minecraft vergleicht, weil ich finde es einfach deutlich besser. Allein schon die Grafik hier. Es wird dir niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, das ist Minecraft oder so. Vom Grundprinzip schon, aber es ist auf alle Fälle mega geiler. Mega geiler? Mega geiler. Nice. Am mega geilersten. Man wird sich auch gar nicht vorstellen, dass das Spiel im ersten Moment so viel mit Minecraft gleich hat. Man sieht es dann am Ende, wenn man den Holzrahmenblock herstellen soll, dass es anscheinend Blöcke gibt.
Aber mit den ganzen Formen, die man hier so erkennen kann, du, ich weiß nicht, ob du schon in der Nähe von Häusern bist, aber gerade bei Häusern erkennt man nicht mehr, dass das irgendwas mit Minecraft am Hut haben könnte. Und das finde ich persönlich mega genial. So, wir haben schon den nächsten Zombie. Ich habe schon meinen ersten Holzrahmenblock und wir werden ihn auch gleich mal platzieren und uns mal anschauen, was man damit so alles machen kann. Das ist die einfachste Baustruktur erstmal, die es gibt. Und was der Anfänger vielleicht noch wissen sollte, der gute Sarah-Tax hat es ja vorher schon mal mitgesagt, man könnte natürlich auch sagen, cool, ich baue mir jetzt mal ein Haus, ne, so ein, und aber es ist wirklich wichtig, weil die Nacht ist schwer, dass man etwas zur Verteidigung hat. Deswegen heißt das Spiel ja auch 7 Days to Die. Weil wenn ein Anfänger hier ankommt und fängt an, das Spiel blind zu spielen, wird er vermutlich am 7. Tag sterben. Das erste Mal. Vielleicht sogar eher. So, wir haben also Holzblöcke, ne? Kann man jetzt auch hier als Turm bauen. Es gibt übrigens in dem Spiel auch Physik. Das finde ich mega essentiell. Und nicht nur Physik, also auch die ganzen Krankheiten, die man bekommen kann. Ich bin jetzt zum Beispiel schon wieder infiziert und habe meinen ersten verstauchten Knochen. Das ist böse, das Spiel. Ah, diesmal läuft es bei mir etwas besser am Anfang. Ja, ich will auch nicht sagen, dass es bei mir schlecht läuft. Es läuft sogar besser als im alten Let's Play. Wir haben natürlich schon mal eine Probeaufnahme gemacht, wie wir den ersten Tag gestalten wollen. Deswegen. Na klar. Kann man ja auch gerne mal verraten. Der ist übrigens auch auf YouTube. Den werde ich dann hier an dieser Stelle mal noch mit verlinken. Aber ist nicht sonderlich sehenswert. Ich bin halt oft gestorben. Aber wer ein bisschen sadistisch veranlagt ist, ich glaube, für den wäre das was. Aha. Aber trotzdem, es hat großen Spaß gemacht. Und es waren auch lustige Sachen dabei. Ohne Frage. So. Ich lese das jetzt hier nicht alles vor, ne? So, und wir sollen jetzt zum Händler gehen. Der ist in 500 Meter in dieser Richtung. Ah, guck mal, der Sarah ist irgendwo da hinten. Wenn man M drückt, kann man übrigens die Karte öffnen. Da sieht man jetzt noch nicht so viel. Und ach, da bist du. Ja. Okay. Ja. Du bist echt nah an Jen dran. Ich bin am Überlegen, ob es Jen ist. Ja, doch, könnte hinkommen. Und bei dir? Zu 90% Gen. Ja. Also es gibt natürlich verschiedene Händler, aber die unterscheiden sich eigentlich nur äußerlich und vom Namen. Nee, auch von dem, was die verkaufen. Also das, ach so. Zum Beispiel der im Schneebiom verkauft größtenteils, was war das? Ich glaube, Waffen. Sachen, um Waffen herzustellen. Ja. Und Jen verkauft halt größtenteils Antibiotika und solchen Kram. Genau, deswegen aber ist ja auch Dr. Jen. Aber erst wenn du halt einen zweiten oder dritten Händler freigeschaltet hast, woher verkauft die natürlich auch alles Mögliche. So, hier haben wir schon das Problem. Ich will den Baum fällen und es geht nicht mehr. Hier unten steht repariert werden. Auch hier gibt es keinen Ansatz, keinen Tipp, was man machen soll. Gehe ich aber jetzt hier mit der Maus drauf, wird mir plötzlich reparieren vorgeschlagen. Ja, steht aber auch wieder nicht da, was ich jetzt brauche für Material. Aber da es eine Steinaxt ist, wird es ja vermutlich entweder Holz oder Stein sein, eins von beiden. In dem Fall ist es ein Stein. Sehen wir auch unten dann, da stand jetzt bei den Steinen minus 1. So. Und was man natürlich ohne vergessen sollte, wenn wir Bäume fällen, kriegt man Samen. Und es ist halt, wäre halt nett, wenn man die Bäume wieder hinpflanzt. Ja. Ach, zumindest wäre das überlebenswichtig, weil wenn du irgendwann keine Häuser, Bäume mehr hast, und keine Samen mehr hast, könnte das Spiel tendenziell schwerer werden. Auf jeden Fall. So, dann hat es noch einen kleinen Vorteil, dass wir verbündet sind, der Saram und ich. Denn wenn er jetzt was tötet, kriege ich seine XP mit oder einen Teil davon und andersrum. Ach, das kann ich auch mal erklären. Ich bin jetzt mal unter Wasser, ne? Und plötzlich haben sich hier die Werte verändert. Wir haben jetzt hier plötzlich einen Regenschirm. Ja, ist eigentlich klar, ne? Nässe. Und hier Sauerstoff. Ich meine, das ist jetzt. Das bedarf jetzt keiner weiteren Erklärung, was das bedeutet. Wenn es alle ist, ist alle. Ich finde es aber erstaunlich, dass da 80 Sekunden ohne Sauerstoff auskommt. Ja, das kann nicht jeder, ne?
So, was haben wir hier noch? Wir haben ja seit Beginn des Spiels ein bisschen was gekriegt. Da haben wir hier ein bisschen was essen und ein bisschen was zu trinken gehabt. Man sieht ja hier unten, wo ich jetzt mal mit der Maus bin, den grünen und den blauen Balken. Der blaue Balken ist diesmal nicht die Ausdauer, sondern der Durst und der grüne ist der Hunger. Das ist also auch wieder sehr realistisch. Es gibt verschiedene Speisen und Getränke, die meistens dann sogar noch ein paar Nebeneffekte haben, aber grundsätzlich füllen die Hunger und Durst wieder auf. Sinkt das auf null, nimmst du unweigerlich irgendwann im Laufe der Zeit eine ganze Menge an Schaden. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens meinen ersten Hirsch gejagt mit Pfeil und Bogen. Echt? Ja, Cool. nämlich gerade auseinander. Er hat sich in einem Fenster verhangen. So, und er ist auseinandergenommen. So, ich bin da mal bei Händler Chen, ja. Na klar. Ich mache jetzt gleich erstmal Holzrahmenblöcke. So 10 Stück an der Zahl. So, jetzt können wir hier unsere Sachen verkaufen. Wir können aber auch Sachen vom Händler selbst kaufen. Und dazu brauchen wir halt diese Dukes, was vorhin schon mal angesprochen wurde. Und jetzt gucken wir mal, ob irgendwas Gescheites dabei ist. Oh Eigentlich, Gott, ich die habe ist ich nichts sehe keine dabei, ne? Kombis. Es ist nichts dabei, diesmal Sinnvolles. Das ist schade. Ich meine, es gibt einen guten Swordhelm Stufe 3 und eine eiserne Feueraxt 4, aber das ist nichts, was man jetzt am Anfang unbedingt braucht. Nee, Also so an. Shitwaffen wären eigentlich ganz gut. Mit Waffen sieht es ein bisschen schlecht aus, wenn man sieht, ich habe ja lediglich zwei Waffen. Ich kann mit der Fackel zuschlagen, mit der Axt oder mit dem Knüppel und na gut, hier der Bogen noch, aber den. Also ich bin nicht der Typ, der gerne mit Bogen spielt. Ja, am Anfang ist Bogen, glaube ich, das Einzige, was du wirklich effektiv Maybe next nutzen time I'll kannst. have what you need. Und wir Ist haben aber halt hier halt die auch immer Quests. Ansichtssache. Und die einfachste Quest meiner Meinung nach ist die mit den vergrabenen Vorräten. Das macht erstmal Spaß für den Anfang. Und hier kann man dann gucken, wie weit das weg ist. Und natürlich sucht man sich erstmal was, was in der Nähe ist. Und ich weiß gleich vorher, dass ich dafür auf jeden Fall eine Schaufel brauche. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Da können wir nämlich hier reingehen und auf Rezepte auch gucken. Und haben wir alles griffbereit. Läuft also. Im Übrigen sind die Quests die gleichen. Das ist also keine neue Map, ne? Das ist nur die gleiche zurückgesetzt, hä? Nö, das ist eigentlich nur eine neue Map. Aber ich habe schon wieder die vergrabenen Vorräte an der gleichen Stelle wie das letzte Mal. Das ist natürlich durchaus möglich. Könnte sein, dass das vielleicht irgendwo in den Kartendaten hinterlegt ist, wo die Orte Weiß es sind. nicht. Also am Anfang habe ich das Gefühl, hast du häufig dieselben Quests, die du schon mal hattest, ja. Aber ob das jetzt dieselben sind oder einfach nur ähnliche, das kann ich dir nicht sagen. Also bei mir lief es schon wesentlich besser, das muss ich echt sagen. Ich habe sogar 100 Gesundheit, ne? Das ist In schön. meinem Habe ich nicht mehr, Test-Video. aber bin auch schon Level 2, ne? Echt? Was machst Ja. du? Du hast ja wesentlich mehr Gegner gehabt, ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon getötet habe. Das kann man übrigens auch nachschauen. Ich weiß nicht, ob du das gerade zeigen willst, aber Ja, ich ich gucke zeig's gerade. gleich nach dem Hunden hier nach. Ja, ich habe 17 Gegner gekillt, ne? Ja. Und du hast Da einen weiß ich Ping noch von nicht, ob 0. die Hühner und sowas mit reinzählen. So, also das ist relativ selbsterklärend. Wir haben ja irgendwo einen Schatz vergraben in diesem gelben Kreis, innerhalb des Kreises. Und da wird mit der Zeit dann enger, damit man nicht hier alles weggraben muss, sondern das ein bisschen eingeschränkt wird. Was man natürlich auch gleich mal, falls einer von euch zufällig das Spiel spielt und deswegen angucken will, wie wir das Spiel spielen, vielleicht einen kleinen Geheimtipp an euch. Wenn ihr trinkt, währenddem euer Wasser voll ist, habt ihr eine erhöhte Ausdauerregeneration. Das dürft ihr am Anfang vor allem nicht unterschätzen.
Okay, das habe ich noch nicht mal gewusst. Cool. Jetzt weißt du's. Das ist, solange du hast doch dieses Trinksymbol. Solange dieses Trinksymbol da ist, hast du erhöhte Ausdauerregeneration. Das können wir ja mal machen, wenn ich eh gerade am Graben bin. Hier, gleich mal zweimal Wasser. So, man hat übrigens gesehen, unten, wer da aufgepasst hat, habe ich jetzt leere Krüge bekommen. Ja, es ist also so, dass in dem Spiel so gut wie nichts verschwendet wird. So, und jetzt habe ich mein erstes Level up. Jetzt kann man natürlich gucken. Jetzt kann man dieses, ich weiß nicht, ob jemand beobachtet hat, wie der Balken hier hochging. Jetzt gibt es natürlich hier verschiedene Fertigungsbäume. Es wird jetzt zu kompliziert, das erkläre ich irgendwann mal andermal mit. Ich weiß nicht, wollen wir uns eigentlich absprechen? Einer macht Wissenschaftler, der andere macht halt andere Sachen. So. Das wäre zumindest nicht von Nachteil. Ich meine, du bist sowieso der bessere Spieler von uns, dass du vielleicht Parcours und Stärke und sowas vielleicht skillst. Ich wäre zumindest am Anfang wahrscheinlich so oder so in Stärke gegangen, weil ich dann halt auch die Mining-Session machen möchte. Ja. Dann würde ich sagen, dann mache ich Arzt und diese ganzen Intelligenzgeschichten, damit ich uns Fahrzeuge herstellen kann später. Na klar. Okay, das ist zwar beim Spielen ein bisschen nervig, aber so haben wir uns relativ gut reingeteilt. Ja. Und natürlich, nicht, dass ich jetzt spoilern will, aber wir sind gerade mal am Beginn des Spiels. Und natürlich, es gibt ja nicht nur Waffen und Zeug oder richtig geile Gebäude. Ich glaube, ich bin ja noch durch gar keine Stadt gegangen, merke ich gerade. Ich habe noch gar nichts vom Spiel groß gezeigt. Naja, so soll es halt manchmal sein, ne? Natürlich gibt es auch Fahrzeuge, weil das ist ja nicht zumutbar, wie ich jetzt hier überall hinzulatschen. So, was haben wir hier Cooles drin? Wieder ein Buch zu lesen und verschiedenes Essen und Trinken. Ist für den Anfang erstmal ganz okay. Und jetzt habe ich natürlich ein großes Problem, sehr, sehr groß. Ich auch. Weil ich habe so ein komisches Loch gegraben, aus dem ich schlecht rauskam und es spawnen ja Zombies. Also mein Problem ist, meine Steinaxt ist jetzt kaputt. Ja. Ich zerlege noch 1 Minute 50 meine Messingheizkörbe, die ich gelootet habe. Lol, okay. Und habe ein gebrochenes Bein, eine Schürfwunde, stelle eine Schiene her und bin mit 6 überladen und habe 5,3% Infektion. Ach du Schreck. Und dafür habe ich ein Knochenmesser Stufe 2 gefunden. Ja, also sobald ich da mal beim Händler bin, lasse ich es dich wissen, ne? Ja. Aber das ist ja hier kein Wettbewerb, das ist ja, wir spielen es ja Koop. Genau. Und nee, hier, wer ist der Schnellste und sonst was. Das ist ganz wichtig. Achso. Au, 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 au. Da habe ich fast nicht reagiert. So, was haben wir also jetzt hier? Überladen nennt sich das. Wie wenn man hier im Menü schaut, sieht man, dass das Inventar relativ groß ist. Also damit kann man durchaus gut arbeiten. Aber hier unten die letzten zwei Reihen, wie man unschwer erkennt, ist hier so ein Typ mit einem Zementstein oder was weiß ich, Würfel hinten drauf. Und je weiter das gefüllt ist, umso mehr ist man überladen und kriegt natürlich dann bei Ausdauer und Beweglichkeit Negativpunkte. Kann man das so sagen? Nochmal, Entschuldigung, ich war gerade beim... Da unten habe ich meine Ardo Ibera. Die habe ich nämlich gerade gesucht. Achso, und das sind übrigens die Dukes, ne? 10 Stück haben wir jetzt gefunden. So, ich laufe in die falsche Richtung, ich muss ja hier hin. So, gleich müsste ich soweit sein. Ich stehe jetzt hier kurz neben einem Baum AFK rum, weil das ist so ein cooler Baum. Was ist denn bei dir ein cooler Baum? Die nicht nur Holz, sondern auch Kohle geben. Lol. Wusste ich gar nicht. So, aber ihr werdet es mir nicht übel nehmen. Es ist abends und ich habe schon Feierabend. Und deswegen muss ich meine alkoholfreie Vollmilch trinken nebenbei. Deine alkoholfreie Vollmilch? Ja. Aha. So, erstmal die Schiene hier benutzen. Endlich.
Wieso Schiene? Fährst du etwa mit der Eisenbahn? Muhahaha. Aber natürlich. Muhahaha. So, aber ich glaube, ich suche mir jetzt mal eine Quest aus, die in dieser Richtung liegt, also Süden. Da kann ich nämlich mal die erste Stadt zeigen. Ist keine besonders gute Stadt, aber ich glaube, man wird essentiell dann erkennen, was das Schöne und Tolle an dem Spiel ist. Weil bis jetzt ist ja nur Rumgelatsche und irgendwelches Zeug gesammelt. Warum ist jetzt nicht so spannend? Zumindest nicht bei mir. Oh, bei mir ist es schon ein bisschen interessanter geworden, ja doch. Für unseren hier White River Vorrat können wir uns einer der beiden Sachen hier raussuchen. Ist klar, was das ist. Nehmen wir das hier. Und gucken jetzt mal nach irgendwas im Süden. Haben wir jetzt nur das abholen. Na gut. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich leicht überladen. Das heißt, wir fangen mal so ganz dezent an, uns mal eine kleine Location zu suchen, wo wir unsere Base hinstellen. Also zumindest erstmal für den Anfang etwas. Willst du wieder gegenüber von Jen? Musst du überhaupt zu Jen? Ich muss zu Jen. Ja. Da würde ich mich allerdings auch nur so lange verbarrikadieren, wie wir halt Quests für Jen machen. Dann spätestens in der Nacht würde ich wieder Richtung Dingens move. Weißt schon. Tankstelle. Das wurde es mir nicht eingefallen. So, ich habe jetzt hier einen Gebietsschutz hingemacht. Das heißt, wenn andere Spieler hier joinen würden, alles was in diesem grünen Rahmen hier ist, warum sieht man den nicht? Jetzt sieht man. Kann nicht zerstört werden. Beziehungsweise irgendwie geht's schon, aber das ist wieder was anderes. Also die meisten Server haben es so eingestellt, dass die entweder gar nicht kaputt gehen oder wenn sie kaputt gehen, dann sehr langsam. Ich crafte mir jetzt mal ein paar Holzrahmenblöcke, wenigstens 25 Stück. Und ein paar Truhen. Dass ich erstmal mein Zeug für den Beginn loswerde. Ausdauer. Ja, ich denke mal, 4 Truhen sind's. Damit kann man was anfangen. Wie viele Pfeile frisst du denn? Und jetzt können wir die Blöcke hier hinstellen und können uns erstmal hier so was Kleines bauen. Einen kleinen Vorposten, sagen wir es mal so. Oh oh, oh oh. Gott sei Dank, ich habe eigentlich einen Biker-Zombie kaputt gemacht. Ein Biker-Zombie? Ja. Okay. Die haben halt genauso wie diese hawaiianischen Urlaubszombies ein bisschen mehr Leben. Machen auch ein bisschen mehr Schaden. Und ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll, weil mir fehlen HP. Ich habe 5 Verbände. Erste-Hilfe-Verbände. Würde ich auch gerne herstellen können. Hätte ich wahrscheinlich alles dabei. So sieht es natürlich schlecht aus. Deswegen verbessern wir das. Das haben wir ja am Anfang schon mal gesehen, nur dass ich das nicht kommentiert habe. Jeder Block hat da natürlich... Ach, ich mach's einfach mal. Hau ich jetzt auf den Holzrahmenblock, ja. Okay, der ist sofort kaputt. Das ist scheiße. Hau ich jetzt mal mit dem Knüppel hier drauf. Sehen wir. Aha, der hat Schaden genommen. Hau ich jetzt mit dem Knüppel hier auf den verbesserten. Aha, der hat auch Schaden genommen, aber wesentlich weniger. Ja, also man kann im Prinzip mit einem Holzrahmenblock anfangen und kann den immer wieder verbessern, bis man was richtig Gutes dann hat. Weil, und das ist wichtig und auch ein wesentlicher Unterschied zu Minecraft, die Gegner in dem Spiel können auch Blöcke zerstören. Und das machen die aktiv. In Minecraft können sie es ja auch. Also Zombies können deine Türen zerstören. Ja, ach ja, stimmt. Und Endermen können deine Base auseinandernehmen. Aber das machen die halt nicht aktiv. Die machen das halt manchmal. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Vorposten. Da stellen wir hier noch einen Schlafsack hin. Und ansonsten noch ein paar Truhen. Das ist jetzt erstmal nicht schön. Aber das sollte für den Beginn erstmal reichen, um mein Zeug abzulegen. So, haben wir noch irgendwas anderes, was wir hinstellen können, was ein bisschen schön aussieht. Nee, natürlich nicht. So. Inventar sortieren ist immer wichtig. Ich weiß, das ist nicht spannend zum Zuschauen.
Aber ich habe da so mein System. Natürlich hat man hier unten erstmal die ganzen Waffen. Ja, dann, ich habe noch nicht so viele Waffen. Dann mache ich hier einen Erste-Hilfe-Verband hin. Essen, Trinken und Holzrahmenblock. Weil manchmal muss man sich schnell mal wohin bauen. Da ist das ganz sinnvoll. Und den ganzen Rest, was wir ja noch haben, brauche ich nur das Holz. Ich nehme immer dann hier dieses Zeug noch mit, weil damit kann man Werkzeuge herstellen. Wenn man doch mal irgendwas schnell braucht. Das sind Dietriche, das ist auch noch interessant. Vielleicht kommen wir jetzt gleich bei der nächsten Quest dazu, den mal zu benutzen. Irgendwie hofft man es zwar nicht, aber irgendwie hofft man es halt auch schon, dass man die benutzt. Ne? Das ist Na, ich habe mir ein jetzt kleines mal Phänomen. angewöhnt, die immer mal mitzuhaben. Weil gerade am Anfang, wenn man noch keine guten Werkzeuge hat. Ja, eben. Ja. So, hier kann man übrigens sortieren. Ist auch eine feine Sache. Oh, Und ja. endlich Honig gefunden. Okay. Oh, Das will ich. ich habe Ja? 800 Meter in deine Richtung. Soll ich die Quest gleich mal teilen? Jein. Geht noch nicht, Das ne? weiß ich nicht, aber ich bin halt so überladen. Das Ist lohnt ja sich halt egal, ich kann nicht, die mich Truhe jetzt erst. deswegen zu teilen. Oder ich warte fix auf dich und baue noch. Klar, das können wir eigentlich machen. Das kann man auch prinzipiell machen, aber ich brauche halt jetzt noch 600 Meter bis zum Händler, Kein ne? Problem, ich bin beim Händler und ich baue mal doch noch meine Besen ein Stückchen aus, kleines bisschen. Und wenn du dann auf dem Rückweg bist vom Händler, also dort wo du bist, ist meine Quest. So ziemlich genau dort wo du gerade bist. Okay, ist es eine Ausgrabquest? Nein, Vorräte zurückholen. Ich meine, wir müssen es auch nicht, aber ich meine, wenn es sich einmal anbietet. Das ist richtig. Weil dann kannst du ja Also, bei Chandler noch eine zweite starten und kannst gleich zwei hintereinander dann machen. das ist richtig. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ich war ja Aber ja, wenn sowieso du schon mit. mal eine Kiste bauen würdest, dass ich einfach gleich meinen Stuff dort reindumpen kann, das wäre natürlich Ja, auch okay. können wir machen. Warte, ich mach dir eine off hier. Und dann kannst du die dann erstmal benutzen. Bin halt auch so einer. Ich muss ja alles looten, was ich sehe, ne? Das ist vielleicht nicht gerade vom Vorteil am Anfang. Und du bist bestimmt hier sehr weit im Süden bei der Wüste gewesen, ne? Ja, genau da, wo ich das letzte Mal gespawnt bin. Das ist halt komisch, ne? Also mir kommt es bald so vor. Na gut, die Quest ist jetzt eine andere. Na, aber vielleicht habe ich die bloß das letzte Mal nicht ausgewählt. Kann ja auch sein, Ich ne? bin schon mal froh, dass ich nur noch um eins überladen bin. Und das ohne Sachen wegzuwerfen. Aber wo ich gerade dabei bin, kann ich ja diesmal gucken, ob wieder dieser komische Baum da ist. Und das Haus wo der Jonas das letzte Mal war. Bei der Ach so, Garage. Weil ja. du kommst da gleich lang. Nee, diesmal ist hier keins. Also ich werde diesmal nicht zur Tankstelle gehen oder mir ein Haus suchen, sondern ich werde gleich mal gucken, dass ich wahrscheinlich hier bleibe für den Anfang. Nicht nur den ersten Tag, sondern dann auch länger. Kannst du natürlich machen. Hier ist jetzt besagter Baum. Mal gucken, ob ich diesen Baum looten kann. Okay, bin ich dann gespannt. Muss ich mir auf alle Fälle dein Video dann mal anschauen. Und das letzte auch. Nö, diesen Baum kann ich diesmal nicht looten. Verstehe ich nicht. Hier, bist du an mir vorbeigelatscht? Du wolltest dein Zeug in die Kiste tun. Ach so, ich dachte, du bist direkt Nee, gegenüber von nee, ich Chen, bin also hier. direkt, direkt. Ja, geh halt erstmal hin, egal. So, die Kiste muss ich wegmachen. Ich habe mich nämlich gleich verbaut wieder. Wir können sogar zuerst eine andere Quest machen. Die hier gleich in der Nähe ist. Yep. Ist es was Cooles? Naja, das Haus kennst du auf jeden Fall schon. Sogar sehr gut. Ist das mit dem Baum auf dem Schornstein, ne? Yep. Okay, das können wir gerne machen. Ich kann die andere ja trotzdem schon teilen. Ja, kannst du natürlich gerne gleich machen. Ich gucke nur kurz, ob ich was Sinnvolles bei der Gen finde.
müsstest dasselbe Inventar haben wie ich, ne? Ja, aber nicht jeder sieht dieselben Sachen halt als sinnvoll, ne? Na gut, ich habe eventuell was Sinnvolles gefunden. Ich muss aber kurz gucken, wo ich dafür reinscannen muss. Was findest du sinnvoll? Die Medizin? Nee. Hast du was zum Tauschen? Du kannst von mir einen Verband kriegen. Wenn du noch willst. Ich brauche erstmal noch ein Glas Honig, bevor ich mich hier verzettel. Ach, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Ja, ich brauche noch mehr Holzrahmenblöcke. Da, gucke mal. So macht das doch mehr Spaß. Aha, aha. Diesmal hat er wohl schon rumgeschaut, der Kleine. Aha. Weißt du, in die Schmiede. In die Schmiede schau da rein. Da war aber bloß 18 Nägel oder so drin. Da macht er nichts, aber in die Schmiede. In die schau da rein. Letztes Mal war da ein Bauplan für eine Schmiede drin. Ja, aber in der Probeaufnahme hast du da halt gar nicht reingeschaut. Das stimmt, ja. Woher weißt du das? Du hast dich auch gar nicht gesehen. Ja, ich weiß, weil ich es gelootet habe. Lol. Ich bin ja mal gespannt, ob wir in den zwei Quests, die wir ja definitiv in diesem Board noch schaffen, ob wir da ein paar coole Waffen finden oder irgendwas. Ja, ich bezweifle das fast. Also in dem anderen, wo ich jetzt neu angefangen habe, habe ich hier wieder mal in der Toilette eine Pistole gefunden. Das ist geil. Ja. So, meine Sachen kommen jetzt erstmal hier rein. Ach so, du bist jetzt nicht bei mir hier. Nö, ist nett gewesen. So ist es nicht, aber ich tue meine einfach fix hier rein. Die Krankenschwestern, ja, dann nehme ich auch mal mit. Krankenschwestern? Hast du eine Quest gekriegt? Yep. Das ist aber nice. So, du kommst auch wieder da rein. Wo habe ich meine Pfeile? Stein und Pflanzen. Und wie man sieht, das Verbessern der Blöcke gibt auch XP. Und ich muss sagen, es gibt sogar zum Teil mehr XP als Zombies zu töten. Also besonders, wenn man dann die höheren Verbesserungen macht. Schau mal hier zum Beispiel, habe ich, wenn ich jetzt hier drücke, Pflasterstein. Wenn ich jetzt Pflasterstein hätte, den könnte ich im Prinzip auch schon herstellen, habe ich aber jetzt keine Lust zu zeigen, dann würde ich noch mehr Blöcke verbessern. Dann würde ich den Block noch stärker machen und kriege natürlich noch mehr XP. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ganz gut, ganz gut. Lassen Sie uns mal hier so ein Stück in die Richtung hier sprinten. Moment, ich muss mal gucken, dass ich auch wirklich jetzt alles dabei habe, was ich dabei haben möchte. Ist übrigens doch nicht dein Haus, aber ein Haus in deiner Stadt. Wolltest du nun Verbände haben oder nicht? Nö, alles gut. Okay. Noch höher geheilt werden kann ich aktuell nicht so wirklich. Hast du schon geteilt? Ich würde gerne mal zeigen, wie das mit dem Navigationsteil hier ist. Würde ich gleich machen, wenn wir dort sind. Nee, ich... Na gut, na... Ich wollte es mal zeigen, wo dieser... Mit den Pfeilen dann... Das ist ja kein Problem, das kommen doch immer noch. Aber ich bin jetzt schon mal bei dem Haus. So. Wo denn? So, jetzt habe ich es geteilt. Genau. Jetzt kann ich hier bei meinen Quests, ich muss es glaube erst annehmen. Jetzt schauen wir mal hier. Jetzt ist ja meine Quest hier hinten noch aktiv. Wenn ich aber jetzt in den Quest-Menü, warte, wo ist es? Hier auf diesen Kompass drücke, dann ist auf einmal diese Quest aktiv. Und jetzt hat sich auch das verändert, in welche Richtung ich muss. Und wie viele Meter das noch sind. So, hast du schon gestartet? Nein. Okay. Ich habe hier vorne nur die ersten paar Sachen schon mal angelootet, um zu gucken, ob da was Sinnvolles drin ist. So. Okay. Ich würde hier übrigens durchsneaken wollen, also ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Nö, bisschen Spaß. Ja, kannst du ja gerne haben, aber ich will halt nicht auf Konfrontation mit Zombies direkt reinrennen.
Ich bin halt noch ein bisschen angeschlagen. Ne? Von der Stufe 1 Quest habe ich keine Angst. Ey, der Ninja hat mir einfach alles weg, so haben wir nicht geredet. Wir können doch halbieren dann. Ja, aber ich wollte doch reingucken. Ich bin mit leeren Inventar reingegangen, also mit dem, was kann ich ja nachweisen per Video. Das tun wir dann in eine Kiste und dann machen wir schön halbe halbe. So, das ist schön, einen Sklaven zu haben, der die Arbeit für einen macht. Neue Fertigkeiten, Punkte hier. Machen wir wieder Intelligenz. Kostet natürlich gleich 2 Punkte. Also je weiter ich hier nach unten skille. Im Übrigen, weil ich das noch immer gar nicht zeige, aber das ist richtig gut gemacht, weil jeder Punkt, da steht auch richtig schön und ordentlich da, was es macht. Und auch in einem anständigen Deutsch. Es gibt ja Spiele, man muss sagen, das Spiel wird von 2 Leuten entwickelt. Drei? Ja, 3. Ja. Es gibt durchaus auch Spiele, wo du einfach, wo dir schlecht wird, wenn du die Grammatik dir anguckst, aber selbst das ist hier richtig gut gemacht. Na, und mit hier steckt Liebe zum Detail drin. Und ich denke, das ist essentiell. So, ich habe schon wieder Hunger. Ich werde mir mal ein bisschen was zu Gemüte führen. Hier, Dose Chili. Hier können wir schon Beispiel gucken, ne, was das macht. Gibt 15 Nahrung, 7 Gesundheit. Ausdauerbonus gibt es keinen. Und Durchfall auch nicht. Vielleicht werden wir es in diesem Let's Play mal zeigen. Nicht runterfallen, nicht. Oh, puh. Gebrochenes Bein oder so? Nee. Ich wollte nicht, dass der Vogel runterfällt. Ach so, weil ich das mir teilen lasse, natürlich gleichmäßig auf. Also tue ich mal alles, was Neues hier mit hin. Also alles, was jetzt ab hier ist, habe ich gedudet. So, ich gucke erstmal, wo meine Vorräte sind. Ach, wir haben Säubern, ne? Ja, wir haben Säubern. Ach so. Antibiotika 2 Stück. Das ist natürlich gut. Ja. Ach, du nimmst gar nicht alles mit, ne? Nö. Lässt da wieder Dosen und so übrig. Bist du auf dem Dach oder was? Ja, ich könnte hier jetzt auch Hilfe gebrauchen. Moment, ich bin aus Versehen runtergegangen. Och nee. Ach Mann. Du hast bestimmt schon wieder Parkour geskillt, hä? Nee. Ich bin einfach nur den Weg gelaufen. Oh Gott! Das war ich. So, ich habe Rede mit Händler. Also ich würde unten jetzt eine Truhe hinbauen. Und kannst du gerne machen. Auf die Straße und leg mein Zeug rein. Mach die aber am besten gleich mal auf, dann kann ich hier noch den Hauptblut mit dir teilen. Natürlich. Und ich würde dir das auf Teilen überlassen. Ich kontrolliere das jetzt, ne? Es ist natürlich schön, dass man da schon so viel Vertrauen in mich reinsetzt. Ich meine, ich habe von allem eigentlich 2 was. Das ist komisch. Aber wenn du natürlich sagst, hier die Dosen oder so will ich nicht, da ist mir das dann auch egal. So, die 5 ja, also Verbände. Die Dosen und so brauche ich am Anfang nicht so wirklich. So, ich glaube, das ist das, was jetzt gelootet wurde, ja. Okay. Und das war das, was ich im Inventar vorher hatte. Es kann sein, dass ich mal Wasser oder so jetzt getrunken habe, oder das kann natürlich mal sein, ne? So, jetzt schauen wir mal hier, habe ich hier verstauchtes Bein, ne? Und hier steht auch, was es macht, ne? Gesundheit wird verringert. Wo kommst du denn jetzt her, du scheiß Zombie? Wir haben doch das Gebiet sauber. Wie geht das? Wie geht da? Ja, wie geht das? Also nochmal einen kräftigen Schluck von der Vollmilch. Es regt sich über mich auf, dass ich nicht alles gelootet habe. Aber das erste, was du in dem Haus anscheinend gelootet hast, war das Bücherregal. Nee, ich habe draußen noch irgendwelche Mülldinger mit. Ich durchsuche jetzt gerade die Abfallpresse. Na, du lootest wohl alles? Na, ich habe. Na ja, gut. Da hätte ich auch noch ein bisschen weiter looten können.
Also das erste Haus muss halt so ein Hauptloot haben, wo man sagt, okay, da kann er eine Waffe rausbekommen. Und das war hier der Fall. Aber habe ich halt nicht bekommen, dann muss ich mir aus dem Haus rausholen. Wie viele Schläge braucht denn das Huhn, Mensch? Okay, 2. Leider habe ich gerade kein Messer dabei, sonst hätte man es eigentlich... Warte, komm mal in die Truhe, da ist gleich ein Messer drin. Ach, das ist jetzt weit weg. Hast du schon alles rein? Hast du schon alles aufgeteilt? Ich bin noch dabei. Ich tu erstmal das Huhn zu Ende schlacht. Achso, ich komme gerade nicht rein. So. Ich tu bloß mal mit dem Messer hier, das kriegst du dann natürlich wieder. So ist deins. Das ist meins, okay. Ich zeig mal, was man mit dem Huhn macht. Und dann schaue ich mal, ob du das gut aufgeteilt hast. Du musst es ja noch nicht nehmen. Ich kann ja dann noch mal... Das ist despawned natürlich. Jetzt war ich zu lange weg. Da kann ich ja mal gucken, ob ich mit der Aufteilung einverstanden bin. Du hast doch noch gar nicht aufgeteilt. Oh. Ach, du hast ja schon das rausgenommen, was du wolltest. Genau. Ah, okay. Und das reingetan, was halt für dich interessant sein könnte. Okay. Na gut, dann würde ich das alles jetzt hier nehmen. So, zum Thema Bücher. Wie wir sehen, haben wir ja hier verschiedene Fertigungsbäume, die natürlich alle auch etwas anderes machen. Und hier haben wir noch eine Spalte mit verschiedenen Büchern. Da haben wir jetzt überall noch 0 von 7. So, jetzt kann ich die Bücher aber hier lesen. Also... Leider muss ich sagen, habe ich mir bisher in dem Spiel noch nicht alles durchgelesen. Ich kann aber schon mal sagen, dass das sehr schön und toll geschrieben ist, das ganze Zeug hier. Und es gibt ja auch immer irgendwas. Manchmal sind es Baupläne, manchmal verbessert das irgendwas. Und hier haben wir einen Zombie. Ja, gleich mal drauf hier. Und weg ist er. Manchmal verbessert das auch was. Hier haben wir einen Zombie. Ja, die nerven mich gerade hier. Es sind aber viele. Was hast du für eine Schwierigkeit eingestellt? Dasselbe wie auf dem Server. Also, normal. Also normal heißt nicht, dass es Standard ist. Standard ist, glaube ich, so was wie leicht. Ja, wir haben eine Stufe 2 Schaufel. Ah, da, gute Sache, haben Tags gelootet. Weil man keine 2 braucht, zerlege ich jetzt die einfach in meine Bestandteile und so sollte man das spielen. Ja, und zack, haben wir es ersetzt. Aber wir haben noch keine Waffen. Bist du schon wieder beim Händler? Ich bin beim Händler. Ich habe gehofft, dass ich jetzt Handfeuerwaffenteile bekomme, aber nein, natürlich nicht. Ich habe die andere schon mal geteilt. Da kannst du in die Richtung laufen, da sind wir nämlich zeitgleich da. Ich habe keinen... Ach doch, da unten. So, ich habe jetzt Rede mit Händler, deswegen gehe ich jetzt wieder auf die Quests, wähle jetzt die andere aus. Zack, und sehe 700 Meter in diese Richtung. Ist weit, ich weiß, aber ich denke, in diesem Part werden wir es noch nicht schaffen, uns ein Motorrad zu craften. Ja, zweifle ich auch. Da war jetzt nicht sowas drin wie Rad oder Motorradlenker oder so ein Zeug, ne? Nee. Aber by the way, wo der Jonas letzte Mal seine Garage hatte, diesmal war da nicht so ein Haus, ne? Ja, meinte ich ja. Diesmal war da nicht. Krass. Kommst du schon in meine Richtung? Nee, noch nicht, ne? Doch, ich komme sofort nach. Nee, ich frage nur, weil dann... einen Handfeuerwaffenteiler. Da, wenn du da mal irgendwo was finden solltest, wäre ich da sehr verbunden. Handfeuerwaffenteile? Yes, sir. Erklär doch mal unseren Zuschauern, was es mit diesen Teilen auf sich hat. Verschiedene Objekte lassen verschiedene Teile fallen. Also wenn man sich zum Beispiel eine Pistole herstellen wollen würde, braucht man unter anderem Handfeuerwaffenteile. Wenn man sich eine AK zusammenbasteln möchte, braucht man Sturmwaffenteile. Sturmwaffenfeuerteile? Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Für Stahlwerkzeuge, also Stahlaxt, Stahl, Spitzhacke und solche Sachen braucht man Stahlwerkzeugteile. Und über diese verschiedenen Teile kommt man halt quasi ans Crafting ran. Und je mehr Fertigkeiten man im Fertigkeitsbaum gelevelt hat, umso höhere Stufen von Gegenständen kann man herstellen. Aber maximal leider nur bis Stufe 5.
alles, was man Stufe 6 hat, muss man tun. Wir haben zum Beispiel das Knochenmesser Stufe 2. Das wird, wenn man übrigens, das steht bei Rezepten jetzt nicht, aber wenn ich jetzt Knochenmesser hier eingebe, sieht man zum Beispiel, aha, aus 5 Knochen wird das gemacht. Die Stufe 1. Genau. Und die Stufe 2 hat er wahrscheinlich gefunden. Genau. Und was hast du? Hast du auch einen Zweier? Ich habe auch einen Zweier. Und einen Zweier, okay. Bogen und einen Zweier Steinschaufel und einen Zweier Steinspeer. Na, ist doch schon mal ganz gut von Anfang. Ah, es geht besser. Ja, natürlich. Also ich hoffe, im nächsten, was ich jetzt geteilt habe, finden wir irgendwas Anständiges. Am besten 7 Handfeuerwaffenteile. Was mussten du dafür leveln, um das dann zu machen? Gar nichts? Revolverheld. Das würdest du dann übernehmen, weil ich bin ja der Mechaniker-Typ dann. Ne? Ich habe nur einen Punkt in Revolverheld geskillt, damit ich eine Pistole herstellen kann, damit wir relativ schnell eine Oh-Shit-Waffe haben. Okay. Aber ich denke mal, prognostisch gesehen, bis zur ersten Nacht, denke ich mal, haben wir was gefunden. Es ist mutig, die Prognose, ohne Zweifel. Weil wir spielen wesentlich langsamer jetzt, als das letzte Mal. Aber, das haben wir ja so gesagt. Naja, du versuchst, also du spielst halt zwangsläufig langsamer. Ich versuche immer noch genauso schnell zu spielen. Das ist ja das Schlimme dran. Aber... Ich habe halt ein geschiedenes Bein, dadurch bin ich langsamer. Weißt du, du hast jetzt die ganzen Sachen, die ich eigentlich zeigen wollte. So mit dieser Schiene anlegen und was macht denn der Gips und was macht denn das gebrochene Ach, Bein? Keine Sorge, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das noch ein paar Mal zeigen können darfst. Ich denke auch. Hier ist übrigens Holz, was in der Luft schwebt. Ich mach's mal kaputt. Oh. Ich hab nicht mal mitbekommen, dass ich dich überholt habe. LOL. In Richtung deiner Quest. LOL. Wie hast du das gemacht? Na, ich töte ein paar Zombies hier immer. Oh ne, ich lauf einfach durch. LOL, unsere Quests sind direkt nebeneinander. LOL, da kannst du die Andrea auch gleich noch teilen, ne? Na klar. Mal gucken, ich will jetzt eigentlich nicht sterben. Ach, ich muss den Gegenstand reparieren, deswegen ging's nicht. Verdammt. Aber... Das Auto ist ein gutes Auto. Aber ich habe jetzt 42 HP. Zeit für einen Erste-Hilfe-Verband. 5 Stück haben wir mit. Und wir sehen, was der macht. Er gibt uns HP zurück. Hier steht es übrigens noch. Es gibt auch Blutungen, es gibt Schürfwunden. Also das muss ich wirklich sagen, dass, was das betrifft, ist, finde ich, dieses Spiel mega realistisch und mega nice. Ich wollte mal kurz einen Zombie nachmachen. Teilst du die andere auch gleich? Na klar. Uno Moment. Zählen die dann eigentlich auch als gemachte Quests? Lol, das ist ja in der Wüste. Hoffe. Welche machen wir denn zuerst? Die näher dran ist. Ich glaube, deine ist ein Stück näher dran. Okay. Weil das vor uns war deine, das war meins. Das wäre schön abwechselnd. Bist du hier ungefähr hergekommen oder ist das eine andere Ecke jetzt? Nö, ich bin hier sogar durchgelaufen. Okay. Also ich finde die Location hier auch mega nice, ne? Ist es nicht eigentlich... Warte mal. Nee, ist es nicht. Ich dachte schon, das ist das, wo ich mich mal irgendwann hingebaut hatte. Hast du schon gestartet? Ja, aus Versehen. Ich wollte wissen, ob das dein oder mein ist. Aufbrechen zum Sammelpunkt. Ja, dann hast du... Also deine ist da hinten, glaube ich. Bei dem anderen Haus da drüben. Ach so, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken. Die habe ich noch gar nicht angenommen. Och nee. Warte, geht das vielleicht trotzdem noch? Nee. Hat zu gehen. Macht ja jetzt nichts. Ist doof. Machst du deine, ich mach meine. Aber ich kann meine trotzdem... Na nee, das geht ja nicht, da muss ich jetzt warten. Aber du kannst schon mal durchlaufen und Sachen, die du wichtig findest, mitnehmen. Du hast jetzt Vorräte nur? Ich habe jetzt Vorräte. Okay, davon abgesehen könnte ich auch in irgendein anderes Haus hier gehen und Zeug machen. Ohne Quest. Na klar, aber dadurch, dass halt Häuser resettet werden, kannst du da halt auch schon mal durchlaufen. Jetzt weiß ich ja aber nicht, wo du schon überall warst. Hallo. Grüße. Huch, 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 huch.
So, ich habe ein gebrochenes Bein. Hast du eine Schiene? Nee, aber da fallen jetzt gerade Zombies runter. Das wird witzig. Haha. Nee, wir machen eh halbe dann wieder, ne? Ja, ich würde sogar sagen, was du findest, darfst du ruhig gerne behalten, weil ich habe das ja auch jetzt ohne dich gemacht. Gut, du hast deine Quest mehr als ich, aber... Richtig. Ja, das ist aber mein Verschulden gewesen. Ich hätte ja mal vorher annehmen können. Wie kommt man hier eigentlich raus? So der Leiter hier hinten. Ich habe ein gebrochenes Bein. Musst du trotzdem springen. Das ändert ja nichts an der Tatsache. Nee, es geht ne. Doch, es muss gehen. Du musst springen können, wenn du ein gebrochenes Bein hast. Aber nicht hoch genug. Oh, okay, ja, das ist natürlich möglich. Hat aber geklappt. Gleich eine okay. Ach so, wenn du eine Schiene hast, würde ich gerne gegen irgendwas Sinnvolles tauschen, was du haben willst. Beispiel, ja, ich finde aber leider keine Schiene. Cool, ich habe einen Schraubenschlüssel 1 gefunden. Ich weiß, habe ich für dich drin gelassen. Ach so. Gut, dann gehe ich mal rüber und mach mal das erste Auto kaputt. Achtung, weg. Meine Fresse, hat da viel ausgehalten. Ich weiß auch noch nicht, wie man hier hochkommen soll, weil von da oben sind wir nicht gekommen. Steinaxt. Da sind wir durchgefallen, da oben. Da waren wir doch. Nee. Da oben waren wir nicht. Wir sind nicht von da oben drin. Deine Vorräte kann ich dir nicht klauen, ne? Weil hier sind Tornister. Nee, ich glaub nicht. Ich gehe da nicht rein, mach das mal lieber selber. Oh cool, ich hab 2 Quests. Ich aktiviere mal hier. Gut gemacht, Schwein. Töten Sie Schweine wahrscheinlich, ne? Das wird langweilig. Ja, aber das kann man safe machen. So, war jetzt was Sinnvolles dabei? Nö. Ja, also für mich ja. Also ich habe ein bisschen Rüstung bekommen. Die erste. So, eine Schiene gegen ein Erste-Hilfe-Ding. Das ist fair. Finde ich auch. Wo ist es denn? Hier. Bitte? So, und wir schauen also mal hier in die Eigenschaften. Gebrochenes Bein. Ja, was das macht. Und jetzt können wir einfach die Schiene nehmen. Benutzen wir die. Und haben wir hier auf einmal ein geschientes Bein. Ja. Hat natürlich jetzt zur Folge, dass hier steht es ja auch, ne? Wenn man springt, kann es sein, dass es wieder bricht. Oder wenn man von einem hohen Fallschaden zum Beispiel erleidet. So, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Ich will jetzt rausgehen hier. Das kann ich nachvollziehen, dass du das möchtest. Hast du zufällig einen Stein einstecken? Ja. Sowas nehme ich halt immer mit, ne? Das ist halt, wo du immer sagst, brauchst du doch, ne? Und so. Ja. Den Stein. Hier. Was kriegst du denn dafür, hä? Ne, einen Stein kann. Find ich 9 fair. Dukes. Ja, ist fair. Eigentlich, ne? Wo ist denn hier der scheiß Ausgang, Mann? Das weiß ich nicht. Wo sind wir denn rein? Auf der anderen Seite. Ich schau mich jetzt hier durch so eine Tür durch. Gibt's Eisen? Also du hattest ja gesagt, ich behalte jetzt meins. Und aber bei der anderen Quest, die wir dann gleich zusammen machen, da tue ich dann wieder eine Truhe hin. Das kann ich natürlich gerne machen. Beziehungsweise, oh Gott, ich habe einen Hund. Oh Gott, oh Gott. Komm rein, schnell. Nee, der ist abgehauen. Glück gehabt. Der Kojote war das. Ja, Kojoten rennen schnell weg. Aber ich muss trotzdem aufpassen. Mit 13 AP. Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg's hin. Ich nehme einen Erste-Hilfe-Verband. Aha. Und dann nehme ich noch einen Erste-Hilfe-Verband. Schloss Kanaken. Jetzt kommt der Kojote übrigens wieder. Hast du was, wo du einen Dietrich benutzen kannst? Yep.
Mein Dietrich ist aber zerbrochen. Nehme ich den nächsten. Mein Dietrich ist zerbrochen. Nehme ich den nächsten. Ich habe keine Dietriche mehr. Ah, der Coyote ist dumm. Ich habe gehört, du hast deine Dietriche noch einstecken. Ja, ich muss mich erstmal um den Coyote kümmern. Also der ist schon wieder abgehauen, aber ich hätte ihn halt gern noch besiegt wegen den XP. Und da ist ein Wildschwein. Oh Gott. Ach, ich will das Wildschwein noch machen. Nee, Wildschwein würde ich dir überhaupt nicht empfehlen. Nicht ohne Waffe. Echt? Echt. Hast du eine Waffe? Ja, aber die reicht dafür auch nicht. Schade. Ich weiß erstmal gar nicht, in welchem Haus wir waren. Ansonsten, ach, hier ja, oben hier, bist genau. du. Als ob genau. ich dir das hochwerfen kann. Ja, nee, ich dachte, du kommst halt innen hoch. Ich habe mir innen so eine Leiter gebaut. Oh lol, hier ist auch eine Leiter. Oh lol. Lol, wo denn? Hier, warte. Ah, hinter der Dusche? Ja. Krass. Ja, ich darf nicht so viel springen, ne? Ich komme hier nicht rein, wie geht denn das? Ich komme ja nicht rein. Ja, ich bin von einem alten Waschbecken hochgesprungen, warte. So, was willst du jetzt haben, Dietriche? Die kommen erstmal hoch. Du wolltest das sicherlich mal zeigen. Ja. Dreh dich um. Da. Ist das ein Wandtresor? Nee, ein Tischtresor. Hab ich noch nie gesehen. Ja, das war, glaube ich, so. Dann E gedrückt halten, oder? Nee. Genau. Nee. So, ist nur abgebrochen. Musst du nochmal machen. Nee, ich hab's noch nie richtig gemacht. So, ich hab's doch gehört, dass dein Dietrich abgebrochen ist. E gedrückt halten, runter, Schloss knacken. Ach so. Nee, das war, ich bin auf Suchen aus Versehen gegangen. Dauert 12 Sekunden bei mir. Wenn du da rumdrückst, bricht das bei mir ab. Oh. Bitte nicht machen. So, ich mache den nächsten. Aber diesmal waren es 8 Sekunden. Also der Dietrich war zwar weg, aber die Zeit ist nicht, also die hat es nicht resettet. Nee, die Zeit resettet es irgendwann, glaube ich, nur auf 2 oder 3 Sekunden. Hat geklappt. Gut. Lol, nice. Da kann ich nämlich die Ener-Knüppel zerlegen alle. Zack, zerlegen und den Zweier. So, schade, dass ich keine Mods habe, sonst hätte ich das gleich mal mit den Mods noch mitgezeigt. Finde ich auch mega interessant. Das habe ich am Anfang nie gemacht und auch total unterschätzt. So, jetzt aber zu deiner Quest rüber. Genau. Ich baue vorher 2 Truhen hin, damit ich weiß, was war nachher von... bitte erst annehmen, dann Truhen bauen. Ja. Wollen wir das Auto vorher noch kaputt machen? Ich habe einen Schraubenschlüssel. Kannst du machen, ich würde lieber schnell die Quest machen, weil wir haben es jetzt schon 15 Uhr. Okay, ich... wo ist denn da? Hier. Okay. Geht los. Ich stelle dann auch gleich die Truhen hier hin. Eine mache ich off. Lol, was machst du? Ich habe Zombies getriggert. Sind da Minen drin? Waren. Der Hund hat alle ausgelöst. So, ich mache eine off und die andere, die zu, da ist mein Zeug drin. Okay. Was ich vorher schon hatte. So, was haben wir denn hier so noch? So. Keine Zombies, das ist schon mal schön. Das und ist schon Lederstaubmantel. Der ist gut. Wir müssen ja nur Vorräte, dann können wir eigentlich schon abhauen. Genau. Es sei denn, du weißt, wo gleich auf spontan, wo der Hauptloot ja. ist. Weiß ich. Rein zufällig. So, ich hab meine Vorräte. Ach, die waren oben? Nö, ich hab mich runtergegraben, senkrecht nach unten. Ach so. Achtung, da hinten sind auch ein paar Zombies. Egal.
Wir wollen dann bestimmt eh bald schnell zurück. Weil ich hab noch keinen Plan für die Nacht. Ach so, das ist schlecht, ne? Hast du einen Plan für die Nacht? Ja. Lol, hier ist ein Hund, den kann ich auseinandernehmen. Kann ich nämlich mal zeigen, was man da mit dem Messer alles Cooles machen kann. Kriegt man nämlich viel mehr Zeug raus, als wenn man einfach drauf haut. Hier ist noch ein Mann-Tresor. Ich habe keine Dietriche mehr. Du hast sicherlich, genauso wie ich, wie heißt die Steinaxt. Ja. Wäre schön, wenn du mit drauf klopfst, der hat 2500 Leben. Muss erst mal hinkommen zu dir. Wo bist du denn? Ja, unten halt. Wo denn? Ich sehe ja keinen Tresor. Ich sehe ja keinen Tresor. Ach, hier drin. Oh, du hast Reparaturkit. Nö. Dann lohnt sich das halt überhaupt nicht. Was du machst. Egal, es geht einfach schneller. Guck mal, da ist was für dich drin. Wir machen doch eh unten die Kisten wieder. Ja, aber da ist trotzdem was für dich drin, weil mein Inventar ist voll. Ach so, deswegen. Cool. Das ist wirklich nice. Da, ach so, du gräbst dich raus, ne? Yep. So, die Kisten, wo waren die jetzt? Hinten. Genau. Ach so, da ist Habstube noch keine geöffnet. Boah, super. Sagt ihr hier, macht ihr ja die Kisten hin und dann sind sie blockiert. Geht auch. Warte. Hast du? Ich bin noch dabei, ruhig Blut. Nein, noch nicht aufteilen. Ich habe ja meins noch nicht drin. Ich dachte, du wolltest das in deine Blockierte reintun. Ne, das, was ich jetzt aus diesem Haus habe, teilen wir auf. Und in der Blockierten ist das, was ich vorher hatte. Genau. Du hättest doch in die Blockierte auch die Sachen von vorher schon reintun können. Ist doch. Hast du jetzt, also hast du jetzt schon aufgeteilt? Ja. Also soll ich den ganzen Rest hier behalten? Okay. Weil ich habe medizinische Vorräte und so, alles aus diesem Haus und da. Du kannst hier reintun, was du auch jetzt aus dem Haus hast, aber ich habe dir das reingetan, was ich aus dem Haus hatte. Also das. Ich muss mal noch gucken jetzt. Es ist, ich habe mir das anders gedacht, aber da haben wir wahrscheinlich aneinander vorbeigesprochen. Du hast halt was von Aufteilen gesagt, deswegen habe ich gedacht, teil halt auf. Ach, aber du hast die ganzen Bücher ja eh schon gelesen. Ja, richtig. Also ist da jetzt sowieso nichts mehr für dich dabei? Ne, vielleicht von den Sachen, die du reingetan hast. Das weiß ich halt nicht, was du dort reingetan hast. Na, dann tue ich die Hälfte von meinem Zeug noch rein. Und dann kannst du ja entscheiden, ob du es haben willst. Ich habe nicht viel gelootet. Ich habe halt den Hund noch tot gemacht. So, also das wäre jetzt das, was... Also den Zweierbogen und so willst du nicht haben. Nee. Ich spiele nicht mit dem Bogen, aber wenn wir lassen nichts drin. Bist du fertig? Ich bin fertig. Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich alles aufnehmen kann. Wenn nämlich nicht, kann sein, du musst noch was nehmen. Okay, ich habe noch 3 Sachen, die bei mir nicht reinpassen. Nee, hab schnell, stimmt nicht. Ich kann die Bücher einfach lesen, dann bin ich. Dann gehen wir zurück, ja? Dann gehen wir zurück. Okay, das war schön. Also. Wie bitte? Bist du überladen? 17, ja. Dann hier, nimm das mal. Sehr gut. Danke. Lauf hier nicht so nah an dem Haus hier vorbei. Okay. Nur um dich vorzuwarnen, warum? Ja, ich glaube, es ist mir schon mal passiert dort. Denk dran, wenn du nur noch was hast, trink was, damit dein Ausdauer nicht besser regeneriert. Gute Idee. Hunger habe ich auch.
Ja, ich auch, aber ich habe nichts dabei, das habe ich in meiner Kiste drüben. Habe ich alles schon gegessen eigentlich? Offensichtlich. Denke, du hast nur 10 Minuten mit dem Steroid-Ding. Ich esse schimmliges Brot, 2 Stück. Verlierst du Leben dabei? Ich weiß, aber nicht so viel. Werden wir doch wohl schaffen mit den Steroiden. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel du danach überladen bist. Ich bin nur maximal 3 überladen. Ich habe noch einen Zombie hier. Ich mache noch ein bisschen was kaputt. Ich habe noch 500 Meter. So, noch einen Erste-Hilfe-Verband nehmen zur Sicherheit. So. Ist halt wirklich so, ich spiele halt so schlecht, ne? Ja, schlecht und schlecht ist halt ein Unterschied, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, man kann sehr viele Leute nehmen, in das Spiel reinstecken und die werden jetzt schon ein paar Mal gestorben. Das könnte sein. Die hätten sich wahrscheinlich freiwillig mit Pumas angelegt. Oh ja. Ich erinnere mich an meinen ersten Start. Darauf habe ich gerade angespielt. Ich glaube, das muss ich erklären. Da ich sowieso gerade nichts zu erzählen habe, wegen Fußweg und so. Also als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, so ganz total extrem blind. Naja gut, so blind auch nicht. Ich habe das erste Mal auf dem Server von, ja, in seiner Welt vom Sarantax gespielt. Jedenfalls, neue Welt gestartet, so alles schön und gut. Gleich so ein hübsches Haus gefunden, wo ich gedacht habe, na gut, hier könnte man die erste Nacht überlegen. Aber kam so ein Boomer und ich bin halt bestimmt 5, 6, 7, 8 Mal nicht dazu gekommen, meinen Rucksack und mit meinem Zeug wiederzuholen, weil ich ständig immer am Boomer gestorben bin. Es ist aber auch schwer. Und ich glaube, ich hatte da noch keinen Knüppel. Bin mir gar nicht sicher, ob ich es mit Handboxen oder ich weiß es halt einfach gar nicht mehr. Das ist die mangelnde Spielerfahrung gewesen. Ja, soll vorkommen. So, aber für die Steroide kriegst du auf jeden Fall noch was. Am liebsten ein Handwaffenfeuerteil. Ja, das habe ich nicht, sowas leider. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, das ist interessant, dass wir halt diesmal, ich habe zwar die Donnerbüchse, aber Munition glaube ich nicht. Die ist auch zugegebenermaßen nicht besonders gut. Da musst du schon wirklich einen Kopf treffen. So, Kiste. So. Gleich mal noch was essen hier. Nur Chaos, eine gute Idee. Mache ich auch gerade. Essen ist zugegebenermaßen ein bisschen knapp diesmal. Wenn wir mit einer normalen Zeit gespielt hätten, wäre es jetzt schon Nacht. Das ist richtig. Also die ersten 2-3 Tage würde ich halt so ein bisschen mehr Stunden haben wollen. Weil gerade der erste Tag, wenn du da halt komplett am Verkacken bist, dann ist das Spiel gelaufen. Ich weiß noch nicht, wie ich die Nacht verbringe. Die ist... Ja, ich denke mal, ich gehe in so ein Haus rein, wo ich eh eine Quest habe dann. Mhm. Und werde drin halt komplett looten. Und ansonsten noch ein bisschen aushornen. Soweit. Das kannst du natürlich machen. Ja, wie ich halt noch, ne? Müsst du mit mir Vorräte ausgraben? Wo ist denn das? Da, wo ich jetzt bin. Ich müsste noch mein ganzes Zeug erstmal loswerden. Das dauert bei mir noch einen Moment. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht. Ich mach zwar eh noch erst den Baum, aber ich glaube, so lange wird der Baum nicht dauern. Nee, dann mach's mal alleine. Ich gehe dann erstmal zum Händler zurück, weil ich noch ein bisschen Zeug hochverkaufen möchte.
So, jetzt haben wir wieder das elementare Sortieren von Zeug. So, jetzt haben wir zum Beispiel zweimal Stufe 2 Knochenmesser. Das braucht natürlich keiner. Jetzt sind wir schon mal beim Verändern, kann ich mal zeigen. Also, wie man sieht, kann ich hier die Farbe reinstecken und dann verändert sich das. Wer hätte es gedacht? Und hier kann man noch ein paar andere Sachen reinstecken. Das sind also die Modifikatoren. Und kann ich leider noch nicht zeigen, weil ich keinen habe. Das ist aber eine ganz feine Geschichte. Können wir das eigentlich anziehen? Mal gucken. Ja, sehr gut. Habe ich die XP jetzt gerade von dir gekriegt? Ja. Okay. Wollte schon sagen. Du kriegst XP fürs Modifikatoren vorlesen, Mensch. Das weißt du jedes Mal. Na, weil ich habe jetzt das angezogen. Hätte ja sein können, dass es auch fürs Anziehen was gibt. Nee, leider nicht. Das wäre cool. Das stimmt allerdings. Was übrigens für dich interessant ist. Wenn du mal kurz Taschenmod eingibst, oder beziehungsweise nur Taschen, bekommt direkt Taschenmod für Kleidung. Die kannst du halt an so Sachen wie zum Beispiel den Staubledermantel ranmachen, da kannst du um eins weniger überladen sein. Aha, das ist cool. Ich meine, klar kostet Leder und Klebeband und so ein Kram, aber halt nicht in so hohen Mengen. Ja, und für die anderen brauchst du dann die Baupläne. Genau. So, also Inventar ist fertig sortiert. Jetzt schauen wir mal, was wir von unserem Zeug im Shop verkaufen können. Dann bekommen wir die ersten Dukes. Also ein paar haben wir ja schon. Und da können wir mal gucken, ob es noch was Interessantes gibt. So, Essen müssen wir natürlich auch immer mitnehmen. Könnte man denn noch Tolles kaufen? Die hat halt echt nichts Sinnvolles dabei, ne? Diesmal überhaupt, ne, ne. So, das ist tendenziell alles. Aber ich werde mir jetzt mal trotzdem noch ein Lagerfeuer hinmachen. Weil ich werde ja erstmal die ersten paar Tage hier verbringen. So einfach geht es. Weil da kann man nämlich sehen, was man ja alles so machen kann. Das wird sehr interessant. Werde später mal ein paar Worte dazu sagen. Aber da kann ich nämlich den Kochtopf hier reintun. Ja, ich weiß übrigens nicht, was der macht. So richtig. Der ist einfach nur da. Echt? Ja. Ja, nicht, aber für manche Sachen braucht man den bestimmt. Für richtig, Suppen zum oder Beispiel, so. Um Wasser zu kochen. So, und ich guck mal, ob ich schon genug Zeug für eine Schmiede habe. Nee, da brauchst du fortgeschrittener Ingenieur. Kann ich das schon? Könntest du schon lernen, ja. Weil für die Schmiede brauchst du da nur den ersten Punkt drin. Das ist ja bei Intelligenz, ne? Ja. Und Material. Steinleben, Leder, Klebeband, Eisenrohr. Eisenrohre habe ich null. Da wir übrigens schon Fahrräder herstellen könnten, wäre natürlich die Frage, ob du dich dann kurz vor der Nacht oder in der Nacht drum kümmerst, das herzustellen. Da brauche ich eine Werkbank und so erst. Ja, um die Fahrradteile herzustellen, ja. Aber mir geht es ja erstmal nur darum, zu wissen, ob du denn überhaupt das geschmiedete Eisen für uns beide herstellen würdest. Ich wollte eigentlich das Fahrrad sogar skippen und wollte mit Minimotorrad anfangen. Und dann gleich dann als nächstes Tragschrauber machen. Weil okay. Das Fahrrad, das verwenden wir nur in den ersten paar Tagen und es lohnt sich einfach nicht. Das Minimotorrad kann man ja dann später noch verwenden. Das ist richtig, aber hast du schon Benzin? Nee, aber das kriege ich relativ schnell, wenn ich Autos nehme. Denk dran, die Autos hier waren schon ein bisschen begrenzter. Ja,
Hier haben wir einen Mod, das kann ich gleich mal zeigen. Obwohl die 9mm mit Munition 200 ist echt wertvoller. Das müssen wir auf jeden Fall nehmen. Schade. So, wir verkaufen unser Zeug. Und schauen mal, was wir hier so haben. Ich muss mal noch ein bisschen Wasser trinken. Ich habe hier kaum Ausdauerwiederherstellung. Das ist so schlimm. So, 1000 Dukes. Was sich am Anfang natürlich auch lohnt, wenn man viel am Laufen ist, wären natürlich diese Laufschuhe, dass man 20% schneller rennen kann und Ausdauer oder Ausdauerregeneration hat. Das ist echt viel wert. So, wollen wir mal gucken. Also, fürs Mini-Motorrad brauchen wir 2 Räder, das heißt, ich brauche 4. Mal langsam anfangen damit. Ach ja. Da brauchen wir schon wahnsinnig viel Kohle. Ja, das stimmt. Kohle habe ich deswegen von den Bäumen immer mitgenommen. Ja, da brauchst du nicht erst dir eine Kohlenmine suchen, sondern kannst das einfach von den verbrannten Bäumen mitnehmen. Und kriegst halt zusätzlich noch Leder, was viel wert ist. Aber apropos Kohle, ja, ich habe ja gerade Kohlevorkommen gefunden. Aber ansonsten, ich muss sagen, den ersten Tag haben wir ziemlich solid runtergespielt. Das würde ich auch sagen. Also ich bin sehr Quests zufrieden. Haben wir jetzt fertig? Wo steht denn das? Das musst du ungefähr wissen. Ansonsten kannst du halt bei den Quests nachzählen. Sorry, but I've never heard of those. Also ich habe eine weniger als du. Ich habe bestimmt 3 und du 4, oder? Ne, du hast dann nochmal gegraben, musst du 5 haben. Norden ist nice, vielleicht ist sogar das Schneegebiet. Ich mache jetzt gerade die 5. und kann dann noch meine 6. annehmen. Du bist nicht bei der Tankstelle, oder? Ne, ich bin nicht bei der Tankstelle. Weil ich habe Gas Station 1 im Norden. Das ist wahrscheinlich die Tankstelle im Schneegebiet. Das ist richtig. Oder gehe ich zumindest stark davon aus. Die, da muss ich dann aufpassen, dass ich die aber ich dann bin suche. Auch ehrlich, da wo ich jetzt bin, kann ich mich nicht dran erinnern, schon mal gewesen zu sein. Ich habe doch aber eben bei Chen Rad gesehen. Ach doch, okay, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Kann ich das nicht mehr kaufen? Jo, gib's doch. Mann. Na klar, der Swordhelm ist interessant, ne? Und die hier die Stahlrüstung. Ne, das Bauplan. Hast du schon was gekauft? Ja, Handfeuerwaffenteile, 5 Stück. Ich hab vor uns doch, oder war das in einem anderen Spielstand? Da habe ich doch hier Stahlbrustpanzer 3 gesehen. Nö, Stahlbrustpanzer ist in den Geheimvorräten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Bauplan oder das Ding an sich. Messbecher 500, aber das mache ich. Wegen Lagerfeuer. Naja, brauchst nicht zwangsläufig fürs Lagerfeuer, sondern eher für die Chemiestation. Später dann, ja. Genau. Ja, es gibt relativ gutes Alteisenzeug hier. Warte mal, gefütterter Brustpanzer 3. Das ist nicht gefüttert, ist dumm. Will ich gar nicht haben. Ja, Zombie, lass mich in Ruhe. Ich will nur gucken, ob hier noch andere Sachen versteckt sind. Ist für dich Eisenschlagring 3 eine Oh-Shit-Waffe? Nee. Eher nicht. Oh-Shit-Waffe geht immer mit Munition und ist auch relativ schnell nachzuladen. Also, die hat wirklich so gut wie gar nichts, ne? Das ist eine Katastrophe.
So, erstmal von dem Haus wegrennen. Ganz wichtig. Und vor allem noch ein bisschen was nachtrinken. So. Aber das war natürlich jetzt nicht so clever. Was hast du denn gemacht? Die 900 Meter zurück werde ich auf jeden Fall erstmal überspringen. Bis gleich. Ich habe mich gerade sehr doof hingesetzt. Weil normalerweise sind die Armlehnen von meinem Stuhl gerade. Ich habe die aber vorhin mal nach innen gebeugt, weil ich die ganze Zeit so laid back in meinem Stuhl lag und gezockt habe. Hm. Und jetzt war ich natürlich nach innen und ich bin natürlich von Armlehnen abgerutscht. Ja. Okay. Muss halt auch mal passieren, ne? Klar. So, wir haben es 19 Uhr. Hm. Ich weiß gerade noch nicht, was ich jetzt machen will, noch bis zum Einbruch der Nacht. Aber da ich noch keine Eisenrohre und da noch gar nichts habe, wäre ich wohl doch nochmal so ein Haus. Ohne Quest. Übrigens, wir haben vorhin falsch gerechnet, Max. Ich habe eine geteilte Quest von dir mitgemacht und du hast eine geteilte Quest von mir mitgemacht, statt zwei geteilten von mir. Ja. Ja. Okay. Bedeutet, wenn, dann wärst du im Vorteil gewesen. Ja, ich hatte aber eins Vorsprung. Auch. Na. Übrigens, die Hordennacht für heute auf dem Server ist mehr oder minder abgesagt. Warum? Mike würde auch dich bitten, dass wir das morgen dann gemeinsam machen. Es ist 18 Uhr auf dem Server. Da muss ich aber dann mal gucken. Morgen. Ich habe morgen Besuch. Aber ich denke, das lässt sich einrichten. Da bleibt bestimmt nicht ewig. Selbst wenn, die Frage wäre nur, ob du bei der Hordennacht halt quasi dabei sein willst oder ob du lieber dein eigenes Ding machen willst. Ich denke mal schon. Aber ich habe halt nichts, keine Hordenbase. Ich müsste halt wieder bei einem von euch dann mich aufhalten. Also ich die Häuser. Ich hoffe vor allem, dass meine Hordenbase diese Hordennacht überlebt, weil die ist zwar repariert, aber nicht vollständig repariert. Das Problem ist auch, wenn der Mike immer nur spielt, aber wir nicht, dass wir auch gar kein Material in den 7 Tagen bekommen. Also irgendwann würde uns das ausgehen. Na. Ja, ich habe immer noch genug Material. Ich habe 8 oder 9 Kisten voll mit Materialien. Aber ich muss halt einfach bauen. Na, und Haus fertig bauen, bin ich ehrlich, bei mir halt erstmal höhere Priorität als Hordenbase. Hast du im Übrigen meine WhatsApp-Nachricht gelesen? Ja. Ja. Musst nur nochmal sicher gehen. Dass du dann auch Bescheid weißt. Jo. Macht ja auch Sinn. Da wäre meine Aufnahme sowieso vorbei. Hm. Ich brauche halt trotzdem noch Eisenrohre, damit ich dann auch mal eine Schmiede machen kann. Das soll kein Problem darstellen. Gehst du einfach in irgendein Haus rein, was ein Waschbecken oder sowas hat und nimmst das Waschbecken auseinander. Das ist natürlich eine gute Idee. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist die einfachste Variante, um an Eisenrohre zu kommen. Oh, jetzt genau in dem Moment habe ich 2 gefunden, aber es reicht natürlich nicht. Oh je, das sind 3 Zombies, etwas zu viel. Thank you.
Ja, nein, 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 nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. So, an meine Zuschauer, warte mal. So, an meine Zuschauer, die haben jetzt gerade die fünfte Quest angenommen, da war ich leider noch nicht in Aufnahmen wieder drin, die ist hier oben. Ihr seht, wir haben es 19.50 Uhr. Was also meine erste Aufgabe ist, bevor wir überhaupt zu dem Haus gehen und diese Quest weitermachen, weil es ist ja trotzdem als fünfte Quest für den Tag und ist quasi damit die letzte, die wir machen können. Wir nehmen einmal all unsere Sachen, nehmen kurz das hier zu uns, nehmen kurz das hier zu uns und rennen dann mal im wahrsten Sinne des Wortes zu unserem Schlafplatz, wo ich die Nacht über verbringen möchte und bringen dort einfach mal die Sachen hin. Warum ich euch das nicht markiere, seht ihr, wenn ihr da seid. Bis gleich. So, und ich habe jetzt auch was Interessantes. Man sieht hier nämlich ein Symbol, das heißt, ich bin infiziert. Und wenn ich darauf nicht achte, gehen diese Prozente immer wieder höher, immer höher, immer höher. Und zum Glück haben wir Antibiotika. Das nehmen wir jetzt und dann sieht man, ändert sich jetzt hier das Symbol und jetzt gehen die Prozente wieder zurück, bis wir irgendwann gesund sind. Und das ist auch was, was einem das Spiel nicht wirklich verrät. Also zumindest nicht, wenn man aktiv drauf achtet. Naja doch, das Spiel verrät ja eigentlich sogar relativ viel. Das Problem ist, das steht nur ganz, ganz kurz da, dass dir das Spiel das verrät. Aber wenn du zum Beispiel mal Tab drückst, dann hast du dort oben doch so einen Tagebucheintrag. Und in dem Tagebucheintrag verrät dir das Spiel ziemlich viel, wie es wirklich funktioniert. Ach, aber hier, diese. Ist erst viel zu spät. Ja, das ist natürlich auch gut. Hier ist auch sehr viel Text. Was grundsätzlich, ich meine das positiv, was sehr detailliert alles beschrieben ist. Ja. Also das Haus hier hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe auch meine erste anständige Mod gefunden. Nämlich der Patronengurt-Mod. Ja, der ist wichtig. Vor allem, wenn man nur einen Fixer haben sollte. Ich weiß gar nicht, geht da an den Handschuh auch? Nee, nur Beine und Brust. So, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt hier wieder verändern. Ziehe den Modifikator hier hinein. Ja, muss vorher auf Abschließen drücken, das ist echt ein bisschen doof gemacht. Und dann kann ich es tragen. Zack. Und schon habe ich, wenn ich jetzt eine Handfeuerwaffe hätte oder eine Waffe, die Munition braucht. Für welche gilt das überhaupt? Für alle Waffen? Für alles. Alles, wo Nachladen ist. Okay. Dann kann ich mehr Patronen tragen. Nee, du kannst schneller nachladen. Ach so, ja gut, das ergibt natürlich noch mehr Sinn. Also das hat sich jetzt mal richtig gelohnt, das Haus. Das ist doch schön. So, und ihr seht auch das Haus, wo ich hin wollte. Und ihr könnt natürlich dreimal raten, warum ich das hier gewählt habe. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und Mike, nicht cheaten, du weißt genau, warum ich dieses Haus wähle. Und ich weiß, dass du dir meine Folgen hier anschaust. Deswegen bitte nicht cheaten. So. Das kann man ja natürlich einfach wieder alles reinschmeißen. Euch kann man ja reinschmeißen. Nee, euch kann man aber hier reinschmeißen. Und sobald das hier fertig ist, kann man das auch hier. Nee, kann man das hier reinschmeißen. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Na, drücke doch mal, er macht's nicht. Oh, der MC King ist gestorben. Ja, es steht einfach, das ist einfach das Problem, dass ich nicht weiß, warum der den Knüppel nicht mehr geschlagen hat. Der Gegenstand muss einfach repariert werden. Das ist unmöglich, ja. Aber das ist halt dann auch wieder so, dass ich im Kampf, wenn das im Kampf passiert, kriegst du das nicht schnell genug hin. Erstmal überhaupt das wahrnehmen, was hier das Problem ist. Und wir haben aber noch den Vorteil, wir sind noch unter Level 5, sprich, also wir haben jetzt dadurch keinen Fertigkeitsmalus bekommen oder so. Also wir haben jetzt dadurch nichts eingebüßt, außer dass unser Game-Stadium vielleicht etwas gesunken ist. Nee, gesunken nicht, aber der bleibt jetzt auf dem Level. Der wird jetzt, wenn Nacht wird, beziehungsweise wenn
0 Uhr, da geht dein Game Stadium normalerweise hoch, den Game Stage, und der wird dann halt auf dem Level bleiben. So, wie schaut das aus? Wir haben noch 7 Inventarplatz. Also das Haus, wo ich mal, das ganz erste, das Baumhaus, sage ich jetzt mal, das lohnt sich schon, ne? Ja. Das ist bestimmt auch eine Stufe 2 Quest. Nee, ich glaube sogar, es war eine Stufe 3. Ah, guck an. Aber ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Gibt's da ein Hauptloot? Oder ist es eher so verteilt auf Verschiedenes? Ich würde sagen, wenn du im Haus bist, ganz unten drinne, da bist du ja normalerweise immer als Letztes, würde ich behaupten, dass da unten der Hauptloot drinne ist. Ja. Mit dieser einen verstärkten Kiste. Ja. Aber du hast da allgemein einen ziemlich starken Loot drinne. Ja. So, ich darf noch 10 Sekunden schnell rennen. Nein. So, mein Plan ist nämlich jetzt der folgende. Ich gehe nämlich jetzt wieder nach Hause, nachdem ich dieses Haus hier erfolgreich gedudelt habe. Zwar mit Tod, aber trotzdem vom Stuff her haben wir relativ viel bekommen. Dort werde ich mein Inventar sortieren. Das mache ich jetzt noch offscreen. Das mache ich jetzt noch onscreen, meine ich. Und für die Nacht habe ich mir jetzt überlegt, werde ich dann, wenn es so kurz vor 22 Uhr ist, noch ein weiteres Haus looten, was hier in der Nähe ist. Habe auch schon fast mich entschieden, für welches. Und dort werde ich auch die Nacht verbringen. Deswegen werde ich jetzt zusehen, dass ich so wenig wie möglich Zeug mitnehme. Nur das, was das Wichtigste ist, was ich jetzt brauche. Sprich, also ohne Donnerbüchse-Munition brauchst du auch keine Donnerbüchse. Es sei denn, ich spekuliere drauf, jetzt Donnerbüchse-Munition zu finden. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, schauen wir mal, wie wir das jetzt hier machen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich meine Sachen jetzt, wie gesagt, zu dieser Tankstelle bringe. Mhm. Und in der Nacht werde ich versuchen, noch 1, 2, 3 Level zu bekommen, dass ich mir unter anderem selber eine Werkbank herstellen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dafür 2 Level reichen würden. Genau, Schmiede können wir jetzt schon mal. Intelligenz Stufe 4. Bei einer Werkbank braucht ja normalerweise jeder von uns nun mal. Und werde dann in der Nacht, das werde ich vielleicht auch noch mal ganz kurz in mein Video reinschneiden, anfangen, meine Mine zu buddeln. Okay. Und natürlich dann, wenn ich einmal in der Mine bin, werde ich die ganze Nacht durchminen. So, bei mir ist jetzt alles aufgehübscht. Glas, ob man das wohl essen kann? Ha, zeig's doch mal für deine Zuschauer. Ja, nee, noch nicht. Feigling. Mache ich dann, wenn ich zu Hause bin. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Warum habe ich alles aus der Truhe rausgenommen, um es wieder reinzutun in die andere? Damit sortiert man minimal ein bisschen. Später kann man dann noch größere Sachen bauen, das nennt sich dann Möbel. Da kann man ein bisschen mehr reintun, da wird es alles etwas vereinfacht. So, also ich bin jetzt für die Nacht gewappnet, würde ich sagen. Ich guck nochmal, ob ich... Nö, das müsste eigentlich alles sein. Ich nehme mal trotzdem noch ein paar Rohre mit, weil damit kann man die Donnerbüchse reparieren. Im Fall der Fälle. Eine Schmiede herzustellen, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das wäre zwar nicht schlecht gewesen, hätte ich noch ein bisschen Zeug einschmelzen können derweil. Nee, schaffe ich nicht. Ciao. So, okay, und jetzt gucke ich mal auf die Map, welches Haus hier attraktiv ist. Aber ich glaube schon, ich weiß welches. So, und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich meinen Part beenden werde. Also wie gesagt, ich gehe jetzt zu dem Haus, was ich gerade in meiner Map markiert habe. Und Punkt 22 Uhr werde ich mich dann hier zurückmelden und werde dann mit euch gemeinsam die Nacht verbringen. Ja, also deswegen, ich würde mich dann hier jetzt verabschieden
Und für die Zuschauer, die noch beim Saramtax aktiv sind, wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zusehen. Und wir sehen uns spätestens dann in meinem Part 2 wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.